Hallo! Beim fatalen Aufstieg von Putin spielt auch Musik eine Rolle. Seit etwa 20 Jahren begleitet ihn ein Lied, das von einem Mitarbeiter des Kremls produziert wurde und in dem es darum geht, dass sich Frauen einen Mann wünschen, so stark wie Putin. Ja, für Echo Moskau war das Lied reine Propaganda. Echo Moskau war irgendwann mal der letzte unabhängige Radiosender des Landes. Dann wurden die eingekauft von der Gazprom Media Holding. Und jetzt zu Kriegszeiten wurden die ganz abgestellt. Vom russischen Staatsfernsehen wurden außerdem Videos veröffentlicht, die zeigen sollen, dass Putin auch Klavier spielen kann. Sieht man hier. Ja, scheint so, als hätte sich das Klavier während des Spiels aus Protest verstimmt. Singend wurde Putin von Russia Today auch schon inszeniert. Ganz konkret bei einer Gala in St. Petersburg in Anwesenheit von einigen Hollywood-Stars. I found my thrill on Blueberry Hill. Ja, und beim Gesang wurde übrigens nachträglich ein bisschen nachgeholfen. Ja, die schiefen Töne wurden korrigiert, kann man hier ganz gut hören. The wind in the willow play, love's wind melody. Da springt eindeutig der Autotune-Effekt an, also Autotune. Aber im Vergleich zu den sonstigen Manipulationen, die Putin zu verantworten hat, ist das wohl noch die harmloseste. Musik kann ein Mittel sein, um auch Despoten nach vorne zu bringen, um sie menschlich wirken zu lassen. Aber vielleicht muss Putin ja demnächst Folgendes singen. Ich krieg eine Zelle im schönen Den Haag. Sorry, wir müssen hier abbrechen. Wir haben gerade ein wahnsinnig gutes Angebot bekommen von der Gazprom Media Holding.